Ja, hallo und willkommen zurück zu Splatoon 2, Part Nummer 5. Ja, im letzten Part haben wir gegen Octobuck gekämpft und gewonnen. Ein sehr schräger, Bug-Boss, kann man schon fast sagen, der halt gebackene Brotgegner genutzt hat, um einen anzugreifen. Und auch ganz speziell hier die halbe Umgebung eingesaut mit seiner Farbe. Und wir sind dann hier im zweiten Abschnitt gelandet. Im Saugnapfausguck, genau. Und da muss ich dann halt auch nach und nach dann gucken, dass ich die Level erstmal finde und auch freischalte. Aber jetzt fangen wir erstmal mit diesem Level hier an, wo ich schon wieder nicht geguckt habe, wie es heißt. Aber das sehen wir ja gleich nochmal. Sollte ja kein Problem sein. Im schönen Lila. Nimm bitte das hier, so kannst du nützliche Daten für mich sammeln. Ach so, okay. Der Heldenroller verspritzt mit ZR am Boden bereits breit gefächert Tinte. Ja, ist mir schon klar. Drückst du im Spiel ZR, spritzt du die Tinte weiter, aber nicht so breitflächig. Und wenn du ZR gedrückt hältst, färbst du beim Laufen den Boden ein. Genau. Also man kann natürlich auch ein bisschen schütten, sag ich mal. Aber in erster Linie ist die Waffe dafür gedacht, dass man halt, den Boden damit einmalt. Finde ich aber interessant, dass man jetzt das hier gleich so gewechselt hat, so ein bisschen. Also, dass man halt hier, die Möglichkeit hat, direkt verschiedene Waffen zu nutzen, würde ich mal sagen. Das heißt aber dann auch, dass wir wohl auch die Waffen unterschiedlich upgraden können, denke ich mal. Denke ich mal, wirklich. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinfinden hier in den, Roller. Das ist eigentlich so immer so die beste Standard-Starter. Was sehe ich denn da? Rollium? Also so sind die besten Starterwaffen, weil man halt... Ach so, das ist mit Rollium gemeint. Okay, alles klar, wir greifen damit an. Alles klar. Also es ist die beste Starterwaffe, womit man halt die meisten Punkte sammelt, um erstmal ein paar Level abzukriegen. Das wollte ich damit sagen. Also weil man hier, gerade wegen dem Einfärben-Aspekt, kriegt man dann die meisten Punkte zusammen. Und es hilft halt auch generell, was das Einfärben an sich angeht, was die Umgebung angeht. Henrolium, lädst es mit deiner Farbe auf. Ja, ich hab's schon gemerkt. Auf jeden Fall eine sehr interessante Attacke und das scheint sich immer zu regenerieren, oder was? Okay, alles klar. Man könnte natürlich auch die, auf die Stellen hier einfach oben drauf gehen, um halt hier voranzukommen, so ist es nicht. Aber man merkt halt schon, wie das Level hier so ein bisschen aufgebaut ist. Dass halt immer wieder alles zurückgefärbt wird. So, ich hoffe mal, dass ich nicht verpasst habe. Da unten ist schon mal was. Okay, zumindest haben wir den Fische mal, alles klar. Deswegen, man sollte sich immer umgucken, bevor man gleich weitergeht, weil sonst, verpasst man halt sowas sehr leicht. So. Okay, die Fontänen kenne ich auch noch, die gerade ausfahren. Genau, sehr schön. Ah, hier ist sogar noch was versteckt. Sage ich nicht nein. Ich meine, ich brauche ja Punkte. Ich brauche ja 800, um zumindest die erste Stufe abzugraden. So, und da kommen Oktopusse. Ja, ich merke schon, aber gegen den Roller haben sie keine Chance. Ich glaube, die können... Achso, ich sehe gerade. Da hängt am Luftballon. Alles klar. Ich bin echt mal gespannt, wie das am Ende dann läuft. Springe hier und schwing den Roller. Ja. Achso, wenn ich springe, dann mache ich horizontale Schläge, vertikale Schläge. Okay, alles klar. Das ist, glaube ich, neu. Bin mir nicht ganz sicher. Alles klar. Also, man hat die Waffe sozusagen noch ein bisschen erweitert in dem Sinne. Okay, da ist auch nochmal was. An jeder Ecke ist hier was versteckt. Also, man soll da, wie gesagt, immer ein bisschen gucken. So nach oben und so. Alles klar. Wenn man das dann weiß, umso besser. So. Och nö, noch mehr Oktopusse. Ja, dann sollen sie kommen. Also soll ich die erstmal anlocken. So. Was halt die Waffe auch noch so krass macht, ist, dass er relativ stark ist. Wenn man halt einen Gegner trifft, der halt ganz nah dran ist, also so, dann ist der eigentlich meistens direkt erledigt. Es sei denn, es gibt in dem Spiel noch irgendwie was Defense-mäßiges in dem Sinne.
Ein Okto. Ja, ich hab schon gemerkt. Na, okay, man sollte vielleicht auch mal den richtigen Typen dann treffen. So, alles klar. Okay. Na, kein Tinte mehr, okay. Okay, ein bisschen schwieriger natürlich fliegende Gegner zu treffen. Besonders wenn man auch noch die, wenn man natürlich noch den Ballon dazu haben möchte. Ja, wenn es jetzt hier online wäre, könnte man hier so krass die Sachen hier einfärben. Aber natürlich geht dabei auch die Waffe relativ schnell leer, darf man auch nicht vergessen. Okay, ich hoffe mal, dass ich soweit nichts verpasst habe. Ich komme mir manchmal echt so ein bisschen vor, dass ich entweder zu langsam oder doch zu schnell wieder durch die Level gehe. Aber solange wir noch keinen letzten Checkpoint haben, denke ich mal, dass es noch geht. Vorsicht, Octospeier werfen mit Volume. Okay, da sollte man auch natürlich aufpassen dann, okay. Ah, okay, da oben, neu. So. Alles klar. Ey du, aufhören da oben. Vor allem, der wirkt jetzt ja regelrecht raus hier. Erinnert mich so ein bisschen an, an Spike von Mario. Ja, genau. Wo dann halt immer seine Kugeln geworfen hat. Das juckt dem gar nicht, oder was? Vor allem noch hat er nur so kleine Beinchen drunter, ja. So. Gut so. Ja, so war es ja auch gedacht, dass ich ihn angreife. Okay. Da hinten ein Sprungfeld, aber vorher musst du an die Oktospeinspeuer. Ja, ich mir schon klar. So, haben wir eine neue Waffe. Guck mich immer nur gerne am Rand um, damit ich hier bloß nichts verpasse. Kennt man ja langsam. Achso, das ist das Sniper-Ding. Okay, alles klar. Wo ich noch nicht so ganz verstanden habe, wie das funktioniert. Also ich soll zwar zielen, aber dann zieht es immer nur in eine Richtung. Danach kann ich ja nicht mehr wirklich zielen. Also mir kommt die Attacke ein bisschen komisch vor. Finde ich ganz ehrlich. Ich nutze sie scheinbar direkt falsch. Ich könnte aber die Attacken auch zurückschlagen, oder? Wenn da so eine Kugel kommt. Gehe ich mal davon aus. Weil es hieß ja, wenn man sie trifft, dann... Komm auf, du da. Na, man misst. Ja, das kann auch mal passieren, dass man hier mal failt. Weil die sind ja die gegnerische Farbe und wenn ich drauf schlage, dann wird es ja zu meiner Farbe. So, das soll natürlich ein bisschen besser spielen. Vielleicht klappt es ja jetzt mit dem Ding hier ein bisschen besser. Also ich muss in die Richtung zielen und dann... Aber irgendwie ist ja... Ich verstehe es nicht. Ich meine, ich treffe ja auch, aber so wirklich stark ist es auch nicht, so wirklich. Achtung. Ich glaube, ich tue mich auch ein bisschen hier gerade schlimmer anstellen, als es eigentlich ist. Achtung. So, einmal mal an die Seite stellen hier. Dann kann ich mich auch hier nichts treffen. Außer er hier. Nein. Sag mal. Ja gut, wenn ich online spielen würde, wäre ich längst tausendmal gestorben hier. So, wieder schön regeneriert. Wow. Ich verschenke gerade so ein bisschen meine Energie, gell, was es angeht. Achso, ich könnte auch hier seitlich hoch. Okay, alles klar. Also ich glaube schon, dass einem die Waffe vielleicht ein bisschen helfen sollte, diese Sniper oder was auch immer. Aber so wirklich, ich gehe mal so durch. So. Dann können die mir nämlich gar nichts. So. Aufhören. Aufhören. So, ich will mal ganz kurz nach unten gucken. Weil ich habe das Gefühl,
Weil so ein Secret gab es, glaube ich, auch schon beim ersten Teil, wenn man hier so stehen bleibt, dass dann vielleicht hier unten irgendwas ist. Ja, okay, alles klar. Sehr schön. Lohnt sich natürlich auch doppelt, weil man... Nein, nicht, uiuiui. Ja gut, Jump'n'Run ist hier relativ, gell? Gesagt bei so engen Plattformen, wo man dann so leicht drauf springen muss. Okay, aber da haben wir zumindest alles gefunden. Und dann passt es soweit. Juhu! Das wird wohl eine... Das wird wohl eine Falle, was? Ja, ich gehe auch mal davon aus. Eigentlich jede Stelle, die so ein bisschen hier... speziell aussieht. Okay, hier unten ist nichts. Ist halt echt ungewohnt, wenn man die ganze Zeit mit dem Schuss-Item gespielt hat und jetzt die ganze Zeit hier so... Hört ihr auf. Den habe ich auch noch. Wo man eigentlich die ganze Zeit so rumlaufen könnte. Im rollenden Status nach oben springen geht natürlich auch, okay. Da könnte man auch so ein bisschen die Wand einfärben. Interessant. Okay, unten ist auch nochmal so eine Stelle. Ich möchte immer gucken, dass hier vielleicht irgendwo eine Kiste versteckt ist, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt super wichtig ist mehr, außer für Punkte. So. Na, kommt der runter? Okay. Gut, dass sie die selber nicht aktivieren, in dem Sinne. Alles klar. Was willst du denn? Alles klar. Das ist nämlich immer so die Taktik gewesen, wenn man es halt online spielt, wenn man halt sich irgendwo versteckt. Man wird ja nicht direkt gesehen, in dem Sinne, besonders wenn man sich ein bisschen langsam bewegt. Und wenn man dann rausspringt und dann einen direkt so trifft. Und dann ist es eigentlich schon vorbei. So. Da unten ist auch nochmal was. Ich habe irgendwie eher das Gefühl, dass es da unten eher dafür gedacht ist, wenn man runterfällt, dass man dann getroffen werden kann. Aber ich würde trotzdem ganz gerne gucken, wenn da was ist. Letzter Checkpoint. Achtung. Ich bin gar nicht da. Lass du auf. Die Bomben. Immer so ein bisschen aufpassen, was das angeht. Na. Problem ist aber auch, dass man natürlich, so wie man selbst regeneriert wird, regenerieren sich die Gegner natürlich auch. Na. So, halt ohne Luftballon. Ich sollte aufhören, die Luftballons unbedingt zu wollen, weil sonst gehe ich immer Gefahr, dass ich getroffen werde. Oh, Achtung. Na, einmal mal instant Farbe verloren oder was? Okay. Ich stelle mich hier wirklich sehr, sehr dumm an, merke ich gerade. So, das geht nur noch rechts. Da brauche ich gar nicht großartig zu gucken. Und raus mit dir. Da sieht man halt auch hier einen Schlag und schon ist das ganze Ding offen. Octospeyer-Feier. Okay. Achso, und... Ah, ich sehe es auch gerade. Lass mich mal deine Waffenlogbuch schauen. Sehr gut, mit den Daten lässt sich was anfangen. Ich bin sicher, du wirst mir noch mehr interessante Daten zu dieser Waffe liefern. Je mehr Daten ich bekomme, desto schneller landet sie in meinem Angebot. Viel Erfolg weiterhin. Heldenroller erhalten. Neue Waffe, Heldenroller. Drücke Plus, um die Waffe zu wechseln. Du kannst diese Waffe mit etwas Anchovium und Fischeiern an den Kamarsenalkisten verbessern. Wundert mich nicht. Eine Anleitung zum Aufbau eines eigenen Food Trucks. Sie sieht recht neu aus, aber jemand muss in der Nähe mit einer Fritteuse hantiert haben. Das Papier trieft vor Fett. Okay, alles klar. Ich vermute, ich damit der Kalamari stand da gemeint. Ach ja, du kannst zwischen den Zonen wechseln, indem du mit X die Karte aufrufst. Das war jetzt wieder Limone, ich habe ja nicht richtig gelesen. So, und anstatt ich jetzt das nächste Level mache,
gehe ich mal eher hin und tue... Achso, jetzt habe ich ja die Waffe hier, gell? Also mit plus die Waffe wechseln. Okay, alles klar. Natürlich schön, wenn man die Waffe on the fly wechseln kann. Sonst musste man immer ins Kammer-Arsenal dafür. Ich würde ganz gerne nochmal gucken, ob ich den Luftballon da kriege. Und zwar, indem ich mir so ein bisschen den Weg hier aufbaue. Warum stehst du jetzt wieder hier? Wir schaffen das Nummer 4. Das hier ist aber der, also der Saugnapf ausguckt. Mit der Kamasnah-Kiste kannst du deine Waffen verbessern. Octoriana und ihre schwebenden Plattformen. Ich finde sie total seltsam. Drücke X und dann Plus, um zum Impropolis-Pass zu... Ja. Alles klar, der Luftballon, der war hier. So, alles schön einfärben hier. Und den Weg hier auch direkt haben. So, im Grunde soll man sich einfach merken, wo die überall auftauchen und dann kann man halt schön schnell hingehen, genau. Na. Und dann schön hier schnell nach oben. Alles klar. Was? Noch eins? Na, verdammt. Na, ja gut, das hätte ich vielleicht wissen sollen, gell? Okay, klick mal weg. Müsste gleich am Anfang wieder auftauchen. Ja, okay, alles klar. Aber finde ich nicht schlecht. Aber sowas ist auch gute Übung, damit man halt mit der Steuerung gut klarkommt. Sehe ich auch nicht unbedingt jetzt als super schwierig an. Man muss halt nur gucken, wo die Luftballons halt sind und dann muss man halt dementsprechend reagieren. So, der nächste ist dann nach rechts, links. Alles klar, okay. Achso, deswegen ist es ganz rechts, weil das halt immer nur so Aufkleber sind, okay. Willkommen im Octo Canyon, dem schönsten Ort der Welt. Vergessen Sie nicht, Souveniraufkleber mitzunehmen. Alles klar, also ist das, ich setze es einfach nur für... Okay. Jupp. Für Aufkleber, alles klar. Gut, gehört auf jeden Fall zu 100% dazu, sage ich mal. Haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, dann können wir vielleicht noch ein paar weitere Level suchen. Weil alles habe ich ja auch noch nicht wirklich eingefärbt. Wobei, wirklich alles einfärben muss man ja auch nicht. Es geht halt erst darum, dass man vielleicht schon sieht, wo man schon war und wo nicht. So, hier oben war ich ja schon, genau. Hier war ich nicht oben drauf. Sieht man auch, da hinten ist noch eine... Kann ich eigentlich einfach eine Bombe rüberwerfen? Ich glaube nicht, dass ich von hier aus treffe. Achtung. Na, theoretisch könnte man so das Level öffnen. Wobei ich ja sowieso dann gucken müsste, wie ich rüberkomme, weil ich könnte mich einfach rüber teleportieren. Alles klar. Also, dass ich jetzt sozusagen einfach auf X gehe und dann zum Level springe. Ein Level fehlt auf jeden Fall noch. Müsste eigentlich nicht super krass versteckt sein, aber auf jeden Fall irgendwo eine Stelle, wo ich noch nicht war. Von hier aus müsste man hier rüberkommen, okay. Aber da war ich auch schon, sonst wäre ja nicht die Farbe. Genau. Achso, das war das hier, aber wie kommt man denn dann... Achso, hier kommt man dann hoch. Okay, alles klar, verstehe. Also normalerweise. So, vom Levelaufbau her... Da hinten könnte noch was sein. Oder hier oben. Da oben direkt. Gucken wir einfach mal. Ah, das ist der Fisch. Okay, alles klar. Dürfte, glaube ich, auch in jedem Abschnitt versteckt sein. Gehe ich mal davon aus. Yep, alles klar. Und das ist das, was ich eigentlich ansprechen wollte. Es sieht mir echt danach aus, ja, dass wir wohl ein bisschen länger dieses Let's Play haben werden, weil wir die ganzen Level auch noch mit den anderen Waffen spielen können, was ich auf jeden Fall auch nicht schlecht finde, bin ich ganz ehrlich. Und da müssen wir auch nicht großartig umgucken. Da geht es dann wirklich dann nur noch darum, dass wir die Level schaffen. Aber ist im Grunde sogar... schon fast besser. Also ich meine klar, das ist für manche ist es vielleicht künstlicher Content Increase, sage ich mal. Weil das halt, ich bin echt so schlecht, was es angeht. Aber das war für mich der Grund, warum ich damals die Amiibo-Mission gemacht habe, weil man damit vielleicht entweder noch was freischaltet, wie zum Beispiel auch die Waffen hier. Und weil man halt dann noch ein bisschen länger vom Spiel hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man hat ja gemerkt, gerade die Waffen sind ja das, was so ein bisschen den Unterschied ausmacht. So, hier wollte ich irgendwie rüber, genau. So.
Alles klar. Ja gut, das wird ein bisschen lustig, aber ich denke mal, dafür ist extra diese, Speed-Plattform gedacht. Dass man nicht ganz nach oben kommt. Genau, alles klar. Irgendwas muss auf jeden Fall da sein, deswegen gehe ich hier hoch. Okay, alles klar, auf jeden Fall das eine Level noch. Alles klar, gut. Dann würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir gerne Daumen hoch geben. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Splatoon 2 sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Ohne nicht zu vergessen, immer schön die Glocke zu aktivieren bei YouTube, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Ohne nicht vergessen, dass ich jeden Freitag und Samstag ab 18 Uhr auf Twitch streamen werde. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.